So, hallo. Das Kernkraftwerk Isar, das hier in der Nähe in Betrieb ist, ist das Herzstück der bayerischen Stromversorgung. Eine Stromversorgung, die vor nicht allzu langer Zeit dort war, wo heute viele andere hinwollen. Weitgehend importunabhängig, preisgünstig, zuverlässig, sauber und sehr CO2-arm. Vor lediglich 11 Jahren stammt noch über 70% des in Bayern erzeugten Stroms aus CO2-neutralen Quellen, aus Wasserkraft und vor allem auch aus Kernenergie. Damit war die Stromproduktion in Bayern eine der saubersten aller deutschen Bundesländer und eine der saubersten aller Regionen in Europa. Bayern war damals nicht nur in der Lage, sich selbst mit Strom zu versorgen, sondern bedarfsweise auch Strom zu exportieren und damit den umliegenden Regionen dabei zu helfen, sauberen Strom zu bekommen. Bayern war quasi nur noch einen Schritt von einer vollständigen Dekarbonisierung der Stromproduktion entfernt. Heute hat sich das aber bekanntlich radikal gewandelt. Die Strompreise sind explodiert und Bayern muss zunehmend Strom importieren, wenn das Wetter gerade nicht passt. Der Importstrom stammt dabei zu größten Teilen aus Braunkohlekraftwerken in Mitteldeutschland und in Tschechien. Diese Situation wird sich in Zukunft weiter verschlimmern, wenn die verbleibenden deutschen Kernkraftwerke auch noch stillgelegt werden. Die Preise werden absehbar weiter steigen, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung wird weiter sinken, die Importabhängigkeit wird weiter steigen, der Strommix wird schmutziger werden. Wenn man Pech hat, kommen wirklich noch Strommangeljagen und Stromausfälle hinzu. Und wem ist damit geholfen? Dem Klima ist damit auf jeden Fall nicht geholfen. Und den Menschen in Bayern ist damit auch nicht geholfen. Für diese offensichtliche Fehlentwicklung ist die von der Politik erzwungene Abschaltung der Kernkraftwerke in Bayern verantwortlich. Bereits stillgelegt wurden ja bekanntlich Gundremmingen B, Isar 1 und Grafenrheinfeld. Diese Kraftwerke wurden zwar in gewisser Weise durch Wind- und Solarenergie ersetzt, allerdings freilich nur bei entsprechendem Schönwetter. Manches ist aber eben noch zu retten. Und dazu gehört auch das Kernkraftwerk Isar 2, der leistungsstärkste Kraftwerksblock in Deutschland, der leistungsstärke Kernkraftwerksblock in Deutschland. Er entspricht bis heute weitgehend dem Stand der Technik, ist sicher, sauber, preisgünstig und liefert bei jedem Wetter Energie. In riesige Mengen an Energie. Und er könnte nicht nur Strom liefern, sondern auch Fernwärme für die umliegenden Regionen, inklusive der Stadt Landshut hier, wenn man ihn nur lassen würde. Das Kernkraftwerk Isar 2 produziert typischerweise mehr Strom als alle fossilthermischen Kraftwerke in Bayern. Und wenn man eine solche Anlage heute neu bauen wollen würde, würde es viele Milliarden kosten. Eine solche Anlage stillzulegen ist im Angesicht der Klimakrise einfach Wahnsinn. Vor allem angesichts dessen, dass es keinen vernünftigen Ersatz dafür gibt. Danke.